Hello, basketball fans. Welcome to the NBA on 2K Sports, along with Kenny the Jet Smith and Shaquille O'Neal. I'm Ernie Johnson. Tonight, we'll see the Boston Celtics playing against the Los Angeles Clippers. Checking out the Clippers, they went 2-0 against this team last season, looking to continue that string of victories tonight. And let us talk, guys, about DeAndre Jordan. Incredible player, but if this game comes down to the wire, we might see the Hacka, you know. And I know you have some thoughts on this, big fella. And you don't even like us to call it the Hacka Shack. Yeah, because it didn't work. It definitely didn't work for me. So whoever they're hacking, call it them. We all know that free throws are part of the game, and it's a viable strategy. You know, he has improved on his free throws, but he is a liability in late-game situations. But as long as he hits them when he needs to hit them, he'll be okay. He has to hit at least one. Well, I think, you know, if you're a dominant player like Shaq was, then the Hacker Shaq doesn't work because he was so dominant in other areas. But certain guys, you know, DeAndre now is starting to be dominant in other areas, so it's starting not to work as well. He's starting to increase his play and his scoring ability and his defense. So now the Hacker Jordan doesn't have the same impact. That'll wrap it up as we take you courtside. Thank you so much for joining us. Ja, heute geht's gegen die Clippers. Mein eigentliches Lieblingsteam in der NBA. Wer es noch nicht wusste, der weiß es jetzt. Also heute gegen mein Lieblingsteam. Und das wird natürlich eine ganz große Aufgabe. Die Clippers natürlich eines der besten Teams der Association und sofort Chris Paul mit dem Dreier. Also gleich mal eine Ansage gemacht, gucken, was wir hier machen können in den ersten Sekunden. Ich bin offen. Zack! Für zwei, Fuß auf der Linie, aber egal, die Antwort sitzt. Und somit gar nicht irgendwie die Clips davon ziehen lassen. Also CP3 jetzt wieder mit dem Aufbau. Und Blake stellt den Screen. Ich bleib an Redick dran. Oder auch nicht. Der ist jetzt offen. Für zwei. Nein, für drei sogar. Das war keine gute Defense von mir. Muss ich mich an den Pranger stellen an dieser Stelle. Hoffen wir, dass wir das gleich wieder umdrehen können. Ich bin auch wieder offen. Green Release. Zwar wieder nur für zwei, aber was ein Duell von mir und JJ Redick hier gleich zu Anfang. Und Block, Chris Paul, not in my house, CP3. Und JJ Redick verkackt dieses Mal, deswegen der Rebound von uns. Also High Scoring hier in den ersten Minuten. Und gleich mal ein Block rausgeholt in der Zone. Die Bierflasche öffnet sich, der Dank ist drin. Cut and Backdoor und den Assist geholt von Isaiah Thomas. Schönes Ding. Also wirklich eine ganze Menge los hier in der Anfangsphase. Und JJ Redick jetzt wieder allein gelassen. Aber der ist hier nicht erfolgreich im Scoren. Und habt ihr das gesehen? Blake Griffin ist verletzt. Da ist nochmal die Zeitlupe. Das rote Kreuz. Oh, Gravis Vasquez mit einem gebrochenen Wirbel. Ach du Scheiße. Na, wenn der nicht seine Karriere beenden muss, dann weiß ich auch nicht. Blake Griffin, schau mal, ungeklärte Verletzung des Knöchels. Okay. Mal sehen, ob er dann noch weiterspielen kann. Wäre er gut für uns, wenn er denn jetzt aussetzen müsste. Im Moment steht er nicht auf dem Court. So. Gib mir den Screen, Kelly. Bradley! For two, give me that assist. Nice. Und Beginn des zweiten Viertels. Wir führen mit zwei. Gar nicht so schlecht. Und Redick hier jetzt gar nicht zum Scoren kommen lassen. Der hat jetzt ein gutes Spiel gemacht. Nice Deal! Und die Bombe, da fliegt sie wieder. Wie auch schon in anderen Parts von NBA 2K16. Lass ich die Bombe hier wieder fliegen. Ein Dank nach dem anderen. Wunderschön. Im Fastbreak vollendet. Gib mir den Stil und die Punkte. Yes. Und jetzt müssen wir uns wieder auf die Defense konzentrieren. Chris Paul. Von der Freiwurflinie. Marcus Smart mit dem Block. Was ein schönes Play. Und Turning on the Jets. James Young and one. Da rastet er aus. Seht mal, wie er feiert. Da spielt er dann mal und haut gleich einen N1 raus. Nice. Schönes Play vom jungen Mann. Und David Lee bedient sich in der Zone. Assist. Wir führen mit 6 Punkten Ende des zweiten Viertels. Schönes Ding.
Und ich bin offen, abdrücken und er sitzt. 12 Punkte für mich hier. Kurz nach der Halbzeit. 4-3, da war ich offen, ganz allein gelassen. Keiner um mich herum und da ertönt die Oldtimer-Hupe. Warum auch nicht? Wenn man mich offen lässt, dann nehme ich mir die Punkte. Und Port Pierce ist auf, aber verkackt. Ist offen natürlich, aber verkackt. Und ich hole mir den Rebound. Ich bin wieder offen. He does it again. Für 3. 4 Punkte Vorsprung jetzt für uns. Ende des dritten Viertels. Wow, nice. Trotz des vielen Scorings von uns. 18 Punkte jetzt mittlerweile. Bleiben die Clips irgendwie dran. Und Blake spielt, ich sehe ich gerade. Trotz seiner Knöchelverletzung. Und Crawford. Nice Defense. Oh, der sitzt. Stark von Jay Crossover. Mir den Dreier hier ins Gesicht zu drücken. Aber das sind eben die Clips, ne? Ah, die Dreier nehme ich jetzt hier nicht. Versuche in die Zone zu ziehen. Oh, Turnover. Nicht gut. Und da ziehe ich das Foul, sonst machen sie hier den Fastbreak. Damit wir uns dann defensiv wieder sortieren können. Marcus Smart tanzt hier um Chris Paul. Avery Bradley, schöner Spin-Move, zieht die Zone. Jumper sitzt, nice. Von Avery Bradley, schönes Spiel. Und jetzt heißt es wieder Defense, Guys. Andrea Bagnani ist hier mittlerweile beim B2K16 bei den Clips gelandet. Auch längst ein Galloway spielt hier. Und Redick, ich komme nicht an den Screen, durch den Screen nicht an ihn ran. Und dann sind es eben die einfachen Punkte für JJ Redick. Ein interessantes Matchup. Also wir sind beide gute Scorer, aber nicht die besten Defender. David Lee offen für 2. Easy Midrange. Nice Assist. Und langsam kommt es hier zur Crunch Time. Sie brauchen das aus. Sie brauchen die Auszeit. Und da wird man ausgewechselt. Kommt anderthalb Minuten vor Schluss wieder ins Spiel rein. Und man liegt mit 8 Punkten hinten. Und was macht Nicolas Batum? Na, er läuft einfach ins Aus. Ohne irgendwie bedrängt zu werden. Was zum Teufel? What the fuck? Also da score ich hier 20 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists. Dann werde ich kurz ausgewechselt, um geschont zu werden und dann kommt man wieder rein. Und man liegt einfach mal mit 8 Punkten hinten. Mittlerweile sind es 12. Ja, tough Layup. Den konnte ich hier nicht verwandeln. Hätte wahrscheinlich sowieso nicht mehr viel gemacht. Letzten 15 Sekunden laufen. Gib mir den Steal. Ah, faul. Egal. Das Spiel ist natürlich verloren gegangen. Ja, da war es die ganze Zeit offen. Dann bin ich mal eben für ein paar Minuten nicht drin und sofort geht es den Bach runter. 9 von 19 aus dem Feld, 2 von 8 Dreier, nicht so gut, aber ansonsten gutes Allround-Game, 20 Punkte, 5 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals, 2 Blocks. Avery Bradley macht es in 10 Minuten 7 Punkte, ganz anschaulich. Der Rest eher so bescheiden. Taylor Seiler heute noch 7 Rebounds. Naja, eher schade, denn die Clippers sind natürlich ein gutes Team. Wir hätten sie hier schlagen können. Kleine Nebeninformation, ich habe jetzt in NBA 2K noch nie gegen die Clippers gespielt. Das war mein allererstes Spiel gegen die Clippers. Ich habe in allen Teilen sonst sofort immer für die Clippers gespielt. Oh, Isaiah Thomas, 1 von 7 und 0 von 4 Dreier. Ich habe sonst immer entweder sofort für die Clippers gespielt oder habe eben für ein anderes Team gespielt und bin dann dorthin gewechselt, sprich getradet worden, ohne dass ich davor gegen sie gespielt habe. Also ganz lustige Geschichte in all den Jahren. Und das war jetzt eben hier Premiere. Also JJ Redick, mein Matchup, kommt auf 19 Punkte. CP3 auf 11 und Jake Crossover auch auf 11. Na gut, das war's dann von hier. Ich melde mich ab. Wir sehen uns. Bis demnächst. Adios. Ciao, euer Tiber.